Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Heiße Single Girls aus deiner Nähe sind weder heiß, noch Single, noch Girls, noch aus deiner Nähe. Nicht mal bei einer Sitcom hätten sie jetzt gelacht. Glumandas sind rot, Schiggis sind blau, als Starter wähle ich dich, du geile Sau. Du bist so süß, wenn du betrunken bist, du bist auch süß, wenn ich betrunken bin. Also Mama, meint die Tochter, das mit dem Befruchten habe ich jetzt verstanden. Papas Samen muss an eines deiner Eier kommen und dann entsteht ein Kind. Aber was ich nicht verstehe, wie kommt denn der Samen an das Ei? Musst du denn schlucken, wenn du ein Kind willst? Da meint der Papa aus dem Wohnzimmer, nee, schlucken muss sie nur, wenn sie ein neues Kleid will. Gegen meinen Sonnenbrand nehme ich Viagra. Das heilt zwar nicht, hält aber nachts die Decke von meinen Oberschenkeln. Meine Freundin meinte letztens, Urlaubsex ist eh der Beste. Das war die beschissenste Postkarte, die ich je bekommen habe. Meine Freundin ist eben joggen gegangen und sagte zu mir, wenn ich wieder da bin, ist die Küche sauber. Ich bin gespannt, wie sie das anstellt. Die Deutsche Bahn nennt es Fahrplan. Ich nenne es unverbindliche Abfahrtszeitempfehlung mit Gleisvorschlag. Mir sind zwei Butterbrote mit der Butterseite nach oben auf den Boden gefallen. Mein lebenslanger Vorrat an Glück wurde soeben aufgebraucht. Hast du ihr Gesicht gesehen? Es sieht aus, als wäre sie einen 100 Meter Sprint in einer 90 Meter langen Halle gelaufen. Der deutsche Aktienindex spielt verrückt. Die Kurse gehen rauf, runter, rauf. Börsenexperten sprechen von einem Frech-DAX. Ich habe so Rückenschmerzen. Ein Hexenschuss kann es nicht sein. Warum nicht? Die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Wie heißen russische Rollschuhe? Rollerblatt. Neulich prügelten sich zwei Blinde in einer Bar. Ich rief 50 Euro auf den mit dem Messer. Beide liefen weg. Seit Pokémon Go stand ich mir draußen ein Dieselaggregat auf den Rücken, damit mein Akku nicht leer geht. Mein Fahrrad wurde geklaut, was soll ich denn jetzt machen? Ich, 18, ratlos. Nur noch 6-mal Bildschirmschoner verhindern, dann ist Feierabend. Ich habe mal meine aktuelle Gefühlslage gegoogelt. Laut dem Internet habe ich einen Motorschaden und ich muss meine Druckerpatronen wechseln. Kann ich nicht beurteilen, müsste mich interessieren. Kann ich nicht beurteilen, müsste ich nackt sehen, heißt das eigentlich. Wie kommt ein 18-Jähriger in Deutschland an eine 9mm Pistole und 300 Schuss Munition? Hat er bestimmt in einem Killerspiel gekauft. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.